So, jetzt bin ich echt gespannt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Was ist denn jetzt mit unserem Meister? Der ist tot und so. Was passiert denn jetzt, wenn wir jetzt in sein Studio gehen? Wahrscheinlich sitzt er dann nicht mehr. Oh, ja. Das. Ah, er ist ein Geist. Ja, genau. Stimmt. Ich kann mich erinnern. Ja, ja. No big deal. Ganz normal. So, machen wir wieder unser übliches Training, dass wir unsere Stärke ein bisschen erhöhen. Oh Gott, ey. Na, mal schauen. Vielleicht bin ich heute noch nicht so ausgelaugt. Vielleicht kriegen wir die leichter hin, die 10 diesmal. Ach, die ersten 5 gehen immer noch leicht, aber ab dann wird's anstrengend. Dann wurde der perverse Meister ja zu Obi-Wan. Ja, du hast recht, das stimmt. Aber das macht dann diese alte, dicke Frau zu Darth Vader. Und dem Todesstern. Warum nicht? Würde ich zulassen, die Interpretation. Okay. I wait for you. Mach das. Wenn ein Geist zu einem sagt, er wartet auf einen, ist das ein bisschen creepy. Aber so war das bestimmt nicht gemeint. Ich warte auf dich. Im Jenseits. Dauert ja nicht mehr lange. auf zum Jobcenter. Wo es einen neuen Minijob gibt. Entschuldigung. Perfekt. Hallo, Mr. Hawkeye. Wie geht's? Wer ist Yoda in dem System? Vielleicht kommt das im zweiten Teil. Ich meine, unser erster Meister ist tot, aber... weißt du, wer Yoda ist? Der besoffene Russe in der Kneipe, der uns die neuen Techniken beigebracht hat. Ich meine, jetzt, wo unser alter Meister tot ist, irgendwer muss ja unsere Assassinenausbildung fortführen. So ein besoffener, einsamer, alter Kerl, der in der Kneipe sitzt und uns irgendwelche komischen Tricks beibringt. Das klingt nach Yoda. Nur statt Kneipe Sumpfplanet, aber sonst. Und statt besoffen, senil. Aber dann kommt das ganz gut hin. Okay, Scorpion Extermination. Okay, giftige Skorpione sammeln. 3000 pro Skorpion. Mal schauen, ob wir damit reich werden können. Das geht schon. Hoffentlich. Mir geht's auch gut, dankeschön. Sehr gut sogar. Sehr, sehr gut. Ich bin wirklich über den Kauf der Xbox Series sehr zufrieden. Die ist wirklich, die bereue ich nicht. Yakuza Like a Dragon ist so ein geniales Spiel. Ich habe echt viel Spaß mit dem Spiel. Und sonst geht's auch allen gut. Insofern kann ich mich nicht beschweren. Und No More Heroes darf ich auch noch im Stream spielen. Was will man mehr? So, mal schauen, was der Gott der Skorpione wahrscheinlich jetzt oder sowas. Das unausgesprochene Gesetz von Center Destroy ist einfach.
Herrsche über die Skorpione. Wenn du so über die Skorpione regierst oder so ähnlich wie hier, dann beweist du, dass du ein wahrer Mann bist. Skorpione sind wie Frauen. Ein Mann ist nur ein Mann, nachdem er eine Frau erobert hat. Aber so wie wir alle wissen, ist es schwer, ein Mann zu sein. Skorpione sind voller tödlichen Gift. Nur eine Frau kann dich wirklich umhauen mit ihrem süßen Honig. Pass auf diese Babes auf, Mann. Sag Hallo zu dem Gott der Skorpion für mich. Ja, mach dich an die Arbeit. Okay, weird person. Der wird immer von Dialog zu Dialog wird der seltsamer, der Kerl. Scorpion Extermination, start. Deal with poisonous scorpions. You will need to get serum after you... Oh Gott. Nachdem wir gestochen werden, brauchen wir Gegengift. Ich sehe schon einen. Nein! Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich weiß nicht, wie ich die sammel. Auf A, ja? Mach ich doch. Verdammt nochmal. Na super. Okay, das versuchen wir nochmal. Skorpion. Ja, $3000. Ich glaube, das wird nicht das lohnenswerteste Minispiel hier. Außer ich mache irgendwas falsch und ich habe noch nicht rausgefunden, wie man die Skorpione besser aufspürt oder so. Nein! Jetzt muss ich, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden zurück zu ihm hier, sonst sterben wir. Danke. Mann, das ist nervig. Damage. Na super. Also ich habe, weil es im Chat gerade um Star Wars geht, ich habe die Prequels immer noch nicht als Star Wars anerkannt. Die sind für mich immer noch Fanfiction. Die gibt's nicht. Und von den Sequels gibt's für mich nur die Szenen mit Luke Skywalker. Nur die Mark Hamill. Alles, also das kann man, glaube ich, über die ganze... Das ist eine ganz einfache Regel. Das ist gut, genau. Das kann man über die ganze Star Wars-Filme, über alle Star Wars-Filme kann man sagen, es gibt nur das mit Mark Hamill, wirklich. Alles andere ist Fanfiction. Und The Mandalorian ist auch super. Aber das ist ja wieder ganz was anderes. Aber von den Filmen her nur Mark Hamill. Und Mark Hamill war im Weihnachtsspecial und somit ist auch das Weihnachtsspecial für mich offiziell. Nach der Regel. Naja, hilft nichts. Ja, das ist eine gute Regel. Das ist eine gute Regel. Easy. Hm.
Was ist denn, was war denn das? Naja, egal, gewonnen. Ich bin schon gespannt auf die zweite Staffel Mandalorian. Ich habe noch nicht angefangen zu gucken. Ich will warten, bis mindestens mal 4-5 Folgen da sind, wenn nicht die ganze Staffel. Hä? Habe ich das Geld jetzt bekommen? Ich verstehe nicht, was jetzt gerade passiert ist. Wegen der weiblichen Mandalorianer-Rüstung haben sich Leute aufgeschwert. Von der Schmiedin oder wie? Haben sich Leute beschwert. Ha, okay. Warum denn? Die sah doch cool aus. Oder war das so eine, hatte die irgendwie Aussparungen für die Brüste oder irgendwie sowas in der Art? Sowas ist natürlich immer dämlich. Ich weiß schon, da gibt es ganz viel Mittelalter-Fans und, ne, so Rüstungsfreaks, so, ne? Die stört sowas total, weil das halt einfach wirklich keinen Sinn macht und es ist ja auch dämlich. Aber naja, mein Gott. Ach so, es gibt noch einen anderen weiblichen Mandalorianer. Okay. In der Staffel 3. Ach so, okay. Und da gab es schon Bilder davon, oder wie? Naja, wenn da jetzt irgendwie super sexy, halbnackte mandalorianische Rüstung oder sowas vorkommt, fände ich das aber auch ziemlich kacke. Aber ich bin ja auch voll Social Justice Warrior, das muss man dazu sagen. Ich hätte gern ein T-Shirt, auf dem das steht. Eigentlich. Ich glaube, ich hätte gern ein Tattoo. Ich verstehe da auch keinen Spaß mit so Themen. Also wenn es um Sexismus, um Diskriminierung von Minderheiten und so weiter geht, da bin ich auch sehr kritisch, was das angeht. Ich bin voll SJW. For life. So, jetzt schnell heilen, bevor wieder die Zeit abläuft und wieder irgendwie die Missionen anscheinend nicht, weiß ich nicht. Oder habe ich zu wenig Skorpione beim letzten Mal gefangen oder so. Ich verstehe überhaupt nicht, warum... Das stand doch noch irgendwie beendet und dann geht's plötzlich wieder von vorn los. Ich check's überhaupt nicht. Ja. 21 müssen doch reichen. Good job, finished. Okay, haben wir beim letzten Mal auch das Result bekommen, Result? Aber 63 ist echt nicht viel. Gold, diesmal hat es funktioniert. Der Social Justice Tentakel, ganz genau. Squid, der Social Justice Squid Warrior oder so. So wie das Leia-Outfit in Episode 6. Ja, da hat man im Nachhinein auch erfahren, dass George Lucas anscheinend auch da ein ziemlich weirder, ekelhafter Kerl war, was das angeht und so weiter. Aber ich meine, das soll ja auch quasi, das Outfit ist ja absichtlich. Also ich meine, von der Handlung her soll das ja eben auch ein Sklaven-Outfit sein und deswegen absichtlich so demütigend und so weiter. Und, ne, das macht ein bisschen Sinn, aber schön finde ich es trotzdem nicht.
Ich meine, wenn man dem weiblichen Mandalorianer nur eine Metallbikini gegeben hätte, könnte ich es ja noch nachvollziehen. Aber auch weil die Frau eine Rüstung trägt, die nicht die Brüste zerquetscht. Na, aber wie gesagt, das kann ich auch verstehen, weil das halt eigentlich gar keinen Sinn macht, so eine Plattenrüstung mit so extra, also mit so Brustaussparungen zu schmieden. Ist schon auch komisch, aber mein Gott, das stört mich jetzt auch nicht. Das ist mir auch wurscht. Okay, wir haben noch einen Auftragskiller-Job. Hoffentlich bringt der mehr. Es geht ja um den Komfort. Na gut, das kann ich nicht beurteilen. Ich meine, in Asterix und Obelix haben die dicken Römer auch immer Brustpanzer mit so einer Bauchaussparung. Also warum nicht? Das ist ungefähr das Gleiche. Hallo, Travis. So, kill all the enemies within the time limit. Gut. Bin gespannt. Schauen wir mal, ob das ordentlich Kohle bringt. Weil wir müssen jetzt leider ein paar von diesen Jobs machen. Wenn wir einen finden würden, der relativ schnell geht oder wirklich Riesenbatzen Geld bringt, wäre das schon ziemlich gut. Hoffentlich. Hoffen wir mal. Aber der ist zumindest sehr nah am Jobamt, am Arbeitsamt. Das alleine ist schon ziemlich cool, finde ich. Ja, mein Gott, es wird viel über Themen geredet, über so Skandale quasi geredet, wo ich mir denke, na, also wirklich, was ist denn jetzt los? Warum wird das überhaupt thematisiert? Hi, Fallen Crusader. Wie geht's? Insofern, man muss ja auch nicht immer alles so ernst nehmen. Aber selbstverständlich kann jeder alles kritisieren, was ihm nicht passt. Insofern, who cares? Biau! 3, 2, 1. Das war mal ein Multikill. Nicht schlecht. Ich habe nur mitbekommen, dass Baby Yoda in irgendeiner von den Folgen, aber wie gesagt, ich habe sie noch nicht gesehen, Eier ist. Und da haben sich scheinbar Leute darüber aufgeregt, dass der die Eier isst. Und fand ich das ganz schlimm. Aber so viel ich dann gelesen habe, sind es unbefruchtete Eier. Und in der ersten Staffel ist da eine Kröte. Ich finde eine lebendige Kröte essen wesentlich schlimmer als unbefruchtete Eier essen. Aber wie gesagt, ich habe die Folge noch nicht gesehen, keine Ahnung. Ich kenne den Kontext nicht wirklich. Aber da habe ich mir auch gedacht. Ah. Aber so hat halt einfach jeder einfach so seine B- und Endfindlichkeit. Das ist ja auch okay. Ich muss ja eh nicht immer alles nachvollziehen können. Aber ich finde halt, man muss es halt dann auch nicht so ernst nehmen und da so viel drüber reden. Es gibt halt Leute, die das stören. Das ist ja auch okay, aber. Mein Gott. Ich hätte gerne in Filmen und Videospielen eine Triggerwarnung, wenn Gewalt gegen Tiere gezeigt wird. Misshandlung von Tieren. Da hätte ich gerne am Anfang eine Triggerwarnung. Das würde ich gerne wissen, weil dann würde ich das nicht gucken oder spielen. Weil das finde ich nicht lustig. Da habe ich keinen Bock drauf. Das verdirbt nur den Spaß.
Das wäre eher so mein Thema, über das ich mich aufhöre. Ich bin zum Beispiel echt froh, dass in Day of the Tentacle letztendlich dem Hamster nichts passiert. Weil das hätte ich echt schlimm gefunden. Gut gemacht. Mir geht's auch gut, Fallen Crusader. Danke. Sorry, ich konnte ewig nicht mehr in den Chat schauen. Na gut, ich glaube ja, dass es angenehmer ist. Ist ja okay. Es ist bitte das Kind, Baby Yoda. Das stimmt, aber Baby Yoda hat sich als Name durchgesetzt. Ich weiß schon, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Und es ist sogar super racist gegenüber der Yoda-Rasse, ne? Dass man einfach alle, die zu seiner Spezies gehören, Yoda nennt. Das ist nicht sehr nett eigentlich. Aber der Name hat sich halt durchgesetzt. Denn wenn ich sage Baby Yoda, weiß jeder sofort, welche Figur aus welcher Serie ich meine. Wenn ich sage, das Kind, könnte das jedes Kind sein. Deswegen ist das halt einfach praktisch. Marketing-Namensgebung. Ist das überhaupt Marketing? Wurde der offiziell überhaupt so bezeichnet? Ist das nicht eher der Name, der sich einfach so auf Twitter und den Social Networks so gebildet hat? Von den Fans? Ich weiß ich nicht. Ich frage wirklich. Weil wenn es wirklich Marketing ist, ist es sehr dämlich, finde ich. Okay, der Job. Wie viel Geld hat der jetzt gebracht? Ich habe leider nicht aufgepasst. Aber ich glaube, nicht wenig. Der Job bringt nicht wenig ein und ist ganz in der Nähe von der Assassinen-Gilde. Das ist perfekt. Den machen wir jetzt ein paar Mal. Und dann haben wir das Geld zusammen. Vielleicht kann ich sogar mit einer Ausdauerleiste hinsprinten. Ja, wenn ich mich nicht in der Straße irre, könnte sich das ausgehen. Dann ist perfekt. Tada! Das wird auch unter dem Namen offiziell verkauft. Ja gut, trotzdem weiß ich nicht, was vorher war, aber dann ist das, finde ich dann auch dämlich, dass das offiziell jetzt der Name ist, woher der auch immer kommen mag. Aber das ist doof, finde ich auch. May you find your overcut? Es sei denn, es stellt sich noch raus, dass das Ganze eine Zeitreisegeschichte ist und Baby Yoda wirklich Baby Yoda ist und jetzt halt ungefähr ein paar hundert Jahre in die Vergangenheit geschickt wird durch irgendein Ereignis dann. Ich glaube, die Serie muss nur lang genug laufen. Jede Serie, wenn sie lang genug läuft, wird so bescheuert, dass dann solche Sachen passieren. Insofern nicht so abwegig. Es gibt noch einen zweiten Vertreter von Yodas Spezies, der in dem Film vorkommt. Wirklich? Das weiß ich gar nicht. In den Comics und Büchern sowieso. Ja, ja, das ist ja klar. Das sowieso. Also, was heißt, ist klar? Weiß ich jetzt nicht, aber davon gehe ich mal fest aus. Das wäre komisch sonst. Sogar irgendwie. What
Na dann. Jetzt muss ich wirklich mal das machen, wie viel Geld wir kriegen. Beim letzten Mal sonst glaube ich ungefähr 86 Kills zum Vergleich, damit ich es vergleichen kann, falls ich das mal wesentlich schlechter abschneiden sollte. Das kostet halt immer Zeit, ne? Aber hilft ja was. Oh Mann, ey. Wieder ungefähr so um die 80 werden mit ein bisschen Glück. Schau. Kommt ungefähr aufs Gleiche raus, würde ich mal. Schöner Schlussscreen. Sehr schön. Eier im Hohen Rat, ein weiblicher Yoda. Wie heißt denn, weißt du, das hat die einen Namen? Wie heißt denn die Spezies von Yoda eigentlich? Das weiß man bestimmt, oder? Ach so, nee, du schreibst eh schon, wie immer Yoda Spezies sich bezeichnet. Okay. Ha. Der ist also komisch, ne? Dass die nie benannt wurden. Anscheinend. Vielleicht heißen sie Yoda. Vielleicht heißen die Yoda und Yoda heißt nur zufällig auch Yoda. Weil halt unter den Yoda Yoda ein gängiger Name ist. Ist halt so, als würde man Menschen Menschen... Ich meine, es gibt so Namen wie Hermann und sowas. Insofern... Nicht so unmöglich. Und insofern stimmt dann Baby-Yoda wieder, weil er ist ein Baby-Yoda. Das Yoda, der auch ein Yoda ist, zufällig Yoda heißt, hat aber nichts damit zu tun. Ne, nicht verwandt und nicht verschwägert. Die sind nur beide Yodas, zufällig. Und der eine heißt halt Yoda und der andere nicht. Oder vielleicht auch, das weiß man nicht. So könnte man das alles erklären. Ich glaube, ich muss unbedingt irgendwo in die PR gehen und solche Sachen erklären. Ich würde mir den ganzen Tag super Erklärungen für den ganzen Bullshit, den Autoren zusammenschreiben, einfallen lassen.
Das wäre ein Spaß. Das würde mir Spaß machen. Sag mir noch, schreib mir ein paar ein paar Plotholes und Storylöcher aus den verschiedensten Universen. Ich denke mir super Flickwerkzeug aus, dass das alles Sinn macht. Das wird ein Spaß. So, machen wir das nochmal, oder? Ich habe wieder nicht drauf geachtet, wie viel Geld wir bekommen haben, aber ich glaube genug. Es passt schon. Das würde ich etwas weit hergehüllt. Was? Das ist perfekt. Aber es könnte etwas sein, das Dinge anwenden können. Hä? Was? Verstehe ich nicht. Ich finde, das ist die perfekte Erklärung. Die erklärt alles. Sowohl Yoda als auch Baby Yoda sind beide Yodas. Und Yoda heißt halt zufällig Yoda. Aber das hat nichts damit zu tun, dass er ein Yoda ist. Ich finde, das ist die perfekte Erklärung.